Hallo liebe Brettspielfreunde und herzlich willkommen zur Preview von Anunnaki. Cranio Creation veröffentlicht das Spiel von Danilo Sabia und Simone Luciani, der unter anderem Spiele wie Wasserkraft, Zolkin, Marco Polo und Golem hervorgebracht hat. Die Designer sind also bekannt für clever verzahnte Eurogames und weniger für Miniaturenspiele. Was uns genau hier erwartet, klären wir später. Zuerst verschaffen wir uns einen Überblick über das Thema und die Regeln. In Anunnaki übernehmen die Spieler die Rolle einer Gottheit, der eigene Planet liegt im Sterben und die Rohstoffe neigen sich dem Ende. Auf der Suche nach einem neuen Zuhause stößt du auf Gaia mit der Hauptstadt Atlantis. Leider bist du nicht der Einzige und es gibt andere Götter in derselben misslichen Lage. So viel zur Hintergrundgeschichte, kommen wir also zu den Regeln. Wir spielen im Uhrzeigersinn und ein Zug besteht aus 5 Phasen. Der Primary Action und den optionalen Mana und Free Actions, der Battle Phase und den Aufdecken der Culture Tokens. Schon die Primary Action gibt uns eine große Anzahl von Möglichkeiten. Hierzu bewege ich meinen Marker auf ein Aktionsfeld meiner Wahl auf dem eigenen Spielertableau. Allerdings kann ich einen Bonus erhalten, wenn ich mich für eins der 4 angrenzenden Felder entscheide. In dem Fall darf ich einen Token platzieren, wodurch ich einen Gott freischalten oder Mana erhalten kann. Nachdem ich mich also für ein Technologiefeld entschieden habe, führe ich die dazugehörige Aktion aus. Man kann seine Einheiten bewegen und sogar auf andere Planeten teleportieren. Da jedem Spielerplanet eine der 4 Ressourcen fehlt, sollte man vielleicht mal bei seinem Mitspieler vorbeischauen. Oder man reist nach Gaia, in dessen Zentrum Atlantis auf uns wartet und viele Ressourcen und Boni bietet. Wo wir schon beim Thema Ressourcen sind, diese kann man natürlich auch abbauen. Besonders spannend, nach jeder Abbauaktion decke ich ein Ressourcensymbol auf dem Planeten ab, wodurch die maximale Menge reduziert oder sogar vollständig erschöpft wird. Mit der Schrein- und Marktaktion kann ich ebenfalls Rohstoffe erhalten bzw. ertauschen und mit der Aktion Commerce Pact kann ich Handelsabkommen abschließen, indem ich mir eines der 6 offenen Handelsplättchen nehme, die ich als Free Action erfüllen kann, indem ich die benötigten Ressourcen zahle, um Punkte, Mana, Angriffskarten oder andere Boni zu erhalten. Die letzten beiden Aktionen sind Settlement Income, wodurch ich den Bonus erhalte, den ich auf meinem Playerboard auf der Settlement-Leiste sehe. Das bedeutet, je mehr Siedlungen ich bereits gebaut habe, desto mehr Boni sind zu sehen. Und die Domination Action, wodurch ich auf der Leiste weiter nach vorne rücke. Apropos Leisten, es gibt 4 Leisten, die mir alle am Ende des Spiels nochmal ordentlich Punkte bringen können. Für was genau die jeweiligen Track Punkte gibt, wird am Anfang des Spiels zufällig entschieden. Dies können zum Beispiel die Anzahl der kontrollierten Felder sein. Also nachdem ich eine Aktion abgehandelt habe, kann ich eine Mana-Aktion ausführen, um eine weitere Aktion auf meinem Board auszuführen. Kampfkarten zu ziehen, meine Technologieplättchen aufzuwerten, indem ich sie umdrehe, Siedlungen bauen und neue Follower halten. Für jede dieser Aktionen muss ich allerdings Mana und gegebenenfalls auch Rohstoffe ausgeben. Und von beiden hat man gefühlt immer etwas zu wenig. Des Weiteren kann ich noch als Free Action einen Halbgott beschwören. Sobald ein Dreieck auf dem Spielertableau mit Cubes umgeben ist, dann suche ich mir einen der 4 Gottheiten aus, die mir einen Sofortbonus, dauerhafte Effekte oder Punkte am Ende des Spiels geben können. Und um den Hauptgott aufs Feld zu bringen, muss man einen Cube auf jedes Feld des inneren Fünfecks legen. Diese Götter haben jeweils eine einzigartige Grundfähigkeit, die vom Beginn des Spiels an aktiv ist und einen weiteren Effekt, der aktiviert wird, sobald der Gott beschworen wird. Außerdem kann man auch als Free Action einen Handelsauftrag erfüllen. Sollte nun deine Einheit auf dem Feld eines Mitspielers oder der alten Zivilisation stehen, wird ein Kampf initiiert. Jeder Follower hat eine Stärke von 1, Halbgötter 2 und der Hauptgott hat eine Stärke von 3. Hinzu kommt der Wert der Kampfkarte, die verdeckt gespielt wird. Logischerweise gewinnt die Seite mit der höheren Gesamtstärke. Übrigens, sollte der Angreifer keine Angriffskarte haben, würde er den Kampf sofort verlieren. Das heißt, ein Kampf muss gut vorbereitet sein, was einiges an Ressourcen und Aktionen beansprucht. Das Spiel endet entweder, wenn ein Spieler das letzte Feld einer Entwicklungsleiste erreicht oder seinen letzten Cube auf seinem Spielertableau abgelegt hat. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick über die Regeln verschaffen. Nun würde ich euch gerne noch meinen persönlichen Eindruck schildern.
Auf den ersten Blick sieht es hier nach einem typischen Area-Control-Spiel aus. Aber relativ schnell wird einem klar, dass es sich hier wirklich um ein Eurogame handelt. Der Hauptmechanismus ist Action Selection. Erst dann kommt Ressourcenmanagement und Area Control. Natürlich kann man sich auf die Kämpfe konzentrieren, aber das ist ein sehr kostspieliges Unterfangen und gemessen an der Anzahl der Runden und Spieldauer spielen die Kämpfe eine eher untergeordnete Rolle. Das Spiel ist auch weniger konfrontativ als erwartet. So ziehen sich zum Beispiel besiegte Einheiten lediglich auf dein Anfangsgebiet zurück. Allgemein muss ich sagen, dass die Regeln sehr ausgereift wirken und die Mechanismen wie erwartet hervorragend ineinander greifen. Und trotz verschiedener Ausgangspunkte und Möglichkeiten überhaupt zu punkten, wirkt alles wirklich gut gebalanced. Auch hierzu muss ich nochmal was loswerden. In vielen Spielen geben dir asymmetrische Fraktionen einen festen Spielstil vor, aber hier kann man die einzelnen Fraktionen auf verschiedene Arten spielen. Ich kann zum Beispiel mit Odin versuchen, sehr aggressiv zu spielen und das Spiel über den Kampf zu gewinnen. Ich kann allerdings auch meine Verteidigung erhöhen und sehr defensiv spielen und möglichst viele Gebiete besetzen, um dort die Ressourcen abzubauen und über den Handel zu gewinnen. Kommen wir mal so langsam zum Ende und zu meinen Kritikpunkten. Das Spiel hat eine wirklich tolle Tischpräsenz, aber es ist wahnsinnig groß. Allerdings hat uns Cranio bereits mitgeteilt, dass das finale Produkt wohl etwas kleiner werden soll. Außerdem hoffe ich auf eine gute Übersichtskarte, die den Einstieg erleichtert. Der wohl größte Kritikpunkt trifft leider auf die meisten Eurogames zu. Das Thema kommt einfach nicht wirklich gut rüber. Dabei klingt es so cool, verschiedene Götter gegeneinander antreten zu lassen. Dennoch überwiegt für mich das erfrischende Spielgefühl und Anunnaki macht sowohl im Bereich der Eurogames als auch im Bereich der Area Control Spiele etwas Neues. Da ich mir gut vorstellen kann, dieses Spiel öfter zu spielen, hoffe ich noch auf mehr Fraktionen und mehr Götter. Aber da sind wir ja bei Kickstarter genau an der richtigen Stelle. Den Link zu der Kampagne findet ihr übrigens unten in der Beschreibung. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du unseren Kanal mit einem Like und einem Abo unterstützen könntest. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Löw.